Herzlich willkommen zu Pingos. Such in einem Ping World sterben. Spielen wir jetzt. Diesmal für Teamwork zum Ausgang. Du hast nicht genug Weber, um den Ausgang zu erreichen. Also ein paar und lass den Weg für den Rest vorbereiten. Wir haben 5 und müssen 8 retten. Erstmal gucken. Wir haben Brückenbauer, Schwebe und Kopierer. Wir können nur zwischen. Wir slice bieten wie im letzten Level. Genau das gleiche. Blockiert hier und da machen wir es genau wie im letzten Level. Da auch noch einen kleinen Blockierer hin. Und du brauchst jetzt den Blick wieder hoch. Los bauen und weiter bauen. Nur nicht müde werden. Ich geh noch viel zu bauen, mein Junge. Hat nur noch mehr. Das sollte reißen. Ich will mich für Unordnung eine Brücke bauen. Nee, geht auch so Probleme. Das war sogar besser als andere Level. Wir haben 12 gerettet. Und dann gestorben. Zwei Gruppen gleichzeitig, koordiniere umsichtig. Diesmal zu zwei Gruppen zu koordinieren, aber keine Panik. Denn dieser Level gibt dir genug Sachen überlegen. Keine weiteren Tipps, diesmal für Glück. 10 haben wir und müssen 6 retten. Dann gucken wir an 20 Springer. Und 10 Pingos. Das hier könnten wir schaffen. Jetzt zu retten. Wieder drin zum Mast, aber es sollte reißen. Oder? Ich hab einen anderen Dachmann gemacht. Was zum Teufel? Dann irgendwie neuer Versuch. Du bist eigentlich zum Dachmann geworden. Ich hab doch drauf geklickt. Jetzt sollte es aber gehen. Alter, wie ist die Richtung? Ich hatte bescheuert. Andere Richtung möchte ich gerne haben. Das ja aber funktionieren auf der Weise mal. Das nervt gerade so ein bisschen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich das mehr ergraben soll. Das ist ein großes Problem. Jetzt soll es aber gehen. Ja, es geht. Und der kommt auf sein Pinsel her. Hätten wir es einfach mit sehr kurz gehen lassen. Nein, stopp. Ach, du Vollidiot. Ach, ja. Ein fucking Zentimeter.
zu tief. Gibt's so voll nicht. Nein, der Graffini-Falls-Listung. Als ob das für mich hier einfach runterzubringen. Als ob das so schwer wäre. Jetzt haben wir es, jetzt dürfen wir es aber gleich haben. Hier funktioniert wenigstens. Und bei dem. Nur keine Eile. Ja, ist in Luftenberg, wenn da. Und das ja einfach alle hochgehen lassen. So, gut, bringst. Dann haben wir es eigentlich schon. Nach diesem komischen Fest mit der Steuerung. Wenn wir erst so viel haben können, was ich hier gehabt habe, aber na gut. Wir haben immerhin neun gerettet, nur eine ist gestorben. Dafür Bach und Wort haben sie hier nach der Via runterhält. Einer muss vorbereiten, der Rest folgen. Was hast du mir vor, dass du kein Blockier Sand hast, um deine Klinge zu koordinieren? Darum musst du andere Wege finden, die unter Kontrolle zu halten. Dann ein einzelner Wink für den anderen vorbereitet. Mal gucken. Naja. Naja. Ich weiß nicht genau, aber nur 20 Pingos. Am besten. Wie machen wir es am besten? Hä, ist denn. Der Tod ist gerade hochgelandet. Ist gerade oben gelandet. Oder. Neuer Versuch. Alter. Kannst du alle oben landen, bitte? In der Fräse. Entschuldigung. Hans auf den Kurzverfass ist gedrückt. Und offen auf meinen Desktop gekommen. Jetzt haben wir es. Du brauchst dich mal zu gucken. Finde ich so knapp. Oh, eine Brücke. Du bist so ein toller Brückenbauer. Da unten passen, oder? Natürlich, weil wir 1 cm Platz den Finger runtergefallen ist. Natürlich. Da haben wir nur Puppen, da brauchst du nicht mehr extra meine Puppen. So. Jetzt soll sie aber klappen, oder? Guter Mann, guter Pingu. Du kannst Brücken bauen. Ja, das kannst du. Weil das du gut kannst,
brauchst du gleich nochmal eine. Und noch eine. Gut, ich muss nur noch einen Ernst wieder hinbekommen. Ja, wir haben's. Wir haben's geschafft. Da. Wir haben es geschafft. Hoffentlich das Ei gerettet. Ach, im Nachhinein muss noch sagen, der Weg hier war viel, viel leichter als der Weg. Dann Sprung Grab, lässt mich nun auf Tutorial einladen. Wir verlassen uns diesen Part, wenn alles gut geht. Ich werde es paaren, die Pins kommen nicht so schnell heraus. Aber da sie umkehren, wenn sie ein paar Resten was über Probleme bekommen, sie zu koordinieren. Wenn du 5 retten, muss dort es lösbar sein. Aber wenn du, wenn erst einer versagt, musst du einen Pause-Modus P umwehren. Angeblich sowas schaffen. Ja, ich weiß, dass es Portmodus gibt. Wo ist das Problem? Na gut, das wären die Sokis-Punkte, aber sonst. Ich muss mich den Wickel finden, die kommen noch bestimmt da hoch. Aber wie sollen die sonst rüberkommen? Ich sag mal gerade wieder neu. Sonst können wir es glaube ich nicht mehr schaffen. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß es. Das ist übrigens blind. Wollte mal sagen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Nämlich wir sehen, wie Portmuts arbeiten. Wie das aussieht. Extremst viel. Aber so funktioniert auf jeden Fall. Kacke, den anderen haben wir verloren. Da habe ich jetzt halt Pause gemacht. Kacke. Aber jetzt sollte es eigentlich haben. Ja, da habe ich dann auch nicht gerade drauf geachtet. Aber ich muss ja nur die 2 da umbringen. Dann habe ich es. So, ich hab's. Die Resten sind jetzt einfach mal egal. Der kann sterben gehen. Du hast so viel gerettet wie nötig. Du hast es geschafft, aber vielleicht kannst du noch besser. Ja, ich kann es besser. Aber auch Frau hat gerade keinen Bock. Und damit hätten wir Tutorial 1 hinter uns. Jetzt ist mal das Ende von Tutorial 1. Darum geht in die nächsten Welten. Ich muss sagen, ich hab zum Level die Tür gut. Und da gibt's ein cool Zeug. Um mal so zu sagen. Die Reise geht weiter. Nachdem du und die Pinguins den Grundlagen gelernt und unterwegs Übung haben, ist es an der Zeit weiterzugehen. Und die Reise in die Welt zu beginnen. Gerade toll, mit der die Pinguins im Tutorial 31, nicht den ganzen Weg in die wärmeren Region halten wird, müssen die Pinguins etwas anfinden, um sie auf der Reise zu begleiten. Aber wie die Weisen sagten, bitte als Tutorial nicht nur ein guter Übungsmöglichkeit, sondern auch der erste Schritt in die Welt. Nach eigener Suche entdeckten die Pinguins die Bedeutung der Aussage und fanden den riesigen Baum am Ende der Insel, den Holzboden eines Flusses gab. So gingen die Pinguins hin und brauchten ein paar große Flöße, genug um alles zu tragen. Nachdem sie auch einen Proviant eingepackt hatten, waren sie bereit, ihre Reise zu beginnen, den bekannten Bereich zu verlassen und die unbekannten Bereiche der Welt zu betreten. So sitzen die Pinguins auf ihrem Floß, warten, was kommen mag und wohin es geht, während sie in den Sonnenuntergang treiben, bevor sie verfolgt. Was das war's? Okay, wir haben den Sieg hinter uns.
so wie es aussieht. Und haben noch Level-Sets. Okay. Dann fangen wir in der nächsten Folge mit den Level-Sets an. Aber ich beende erstmal die Folge. So, und bis zum nächsten Mal.